Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass ihr einschaltet zu einer neuen OMSI-Folge. Ja, gestern ist ein neues DLC erschienen, welches wir uns heute hier mal anschauen wollen. Und ihr habt vielleicht schon gesehen, wie es gerade an uns vorbeigefahren ist. Und zwar hat ja nun Harlycon sein KI-Pack Volume 9 veröffentlicht mit dem Namen Luxuskarossen. Ja, die wollen wir uns heute mal anschauen. Sind hier im Telto unterwegs auf der Linie 625 mit einem wundervollen Repaint von Regiobus. Das Ganze hat mir natürlich Projekt Potsdam zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an der Stelle. Das werden wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer angucken. Aber natürlich geht es uns auch ein bisschen um dieses DLC, welches gestern auf Steam erschienen ist. Ganze 12,95 Euro kostet das. Und hier haben wir zum Beispiel hier den Lamborghini. Ne? Ja, ist schon Highlight. Ich meine, dass jetzt so ein Ding hier im Telto rumsteht, ist schon hart. Ja. Hier haben wir Mercedes-Benz, leider wieder unlizenziert. Ja, also da hat man scheinbar wieder keine Lizenzen bekommen. Was mich aber ein bisschen wundert, ja, wenn man hier mal so ganz nah rangeht, sieht man einen Mercedes-Stern. Warum macht man den nicht da oben ran? Ja, ist ein bisschen. Und warum zeigt man in den Bildern, zum Beispiel, die sie ja vor einiger Zeit mal veröffentlicht haben, hatten die Fahrzeuge alle ihre Logos? Das ist ein bisschen schade, dass das wohl wieder nicht ins Spiel geschafft hat. Hier haben wir einen Porsche 911. Ja, also ich muss sagen, so von der Aufmachung her gehen die vollkommen in Ordnung. Es sind aber halt trotzdem 12,95 Euro. Und auch hier, ne, sehen wir wieder kein Porsche-Logo, aber auf den Radkappen sehen wir natürlich das Porsche-Logo. Ja? Also auf der Karosserie nicht, aber so zum Beispiel auf Felgen oder sowas kann man es erkennen. Ja, die fahren hier natürlich rum, stehen hier natürlich. Und hier haben wir zum Beispiel, ja, hier, hört mal. Der hat so ein bisschen geblubbert. Das ist, glaube ich, Tesla jetzt gewesen, der gerade an uns vorbeigefahren ist. Also man sieht schon, ne, also es sind ein paar Fahrzeuge jetzt neu ins Spiel gekommen. Hier zum Beispiel steht er auch und parkt hier so lässig mit seinem Mercedes. Leider ist das traurig, denn die Fahrzeuge fahren eigentlich nur noch im Kudamm rum oder sowas. Da deckst du keinen Opel Corsa mehr oder sowas. Da steht nur noch so eine Teile rum. Ich persönlich halte von diesen Autos nicht viel. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, weil du sie nicht leisten kannst. Natürlich, hat auch einen Grund, ja, selbstverständlich. Aber ganz ehrlich, wozu brauche ich 1000 PS, wenn ich die sowieso in der Stadt nicht ausfahren kann? Aber das ist eine lange Diskussion, da kann man sich wahrscheinlich streiten. Wir werden uns heute, wie gesagt, die Linie 625 hier anschauen auf der Standardkarte von Berlin X10. Da ich mir irgendwie jetzt durch das neueste Update von der Karte von Projekt Potsdam die Karte Potsdam, also ne, die Erweiterung für die Berlin X10 irgendwie zerschossen habe, was ich persönlich ein bisschen sehr schade finde. Naja, nichtsdestotrotz werden wir uns jetzt, wie gesagt, das Ganze jetzt hier mal so ein bisschen anschauen und werden wir jetzt kurz mal hier mal in unseren Bus reinspringen, um uns das Ganze mal ja anzugucken. Deswegen muss aber heute, wie gesagt, die Standardversion reichen, ne, also nicht wundern. So, also wenn wir jetzt hier drin sind, sieht es schon echt edel aus. Sieht mehr als edel aus, ja. So schöne Stangen, ja, die Sitzpolster wirken relativ gerade und auch relativ hoch detailliert. Ja, wenn man natürlich nah rangeht. Wir haben scheinbar WLAN hier an Bord, ja, und auch vom äußeren Modell her ist da einiges. Und es war jetzt nicht nur für das HHA 2017 Modell Repaints dabei gewesen, sondern auch für viele, viele weitere. Solaris war dabei, der Citaro Irvine war dabei gewesen. All die haben also wunderschöne Repaints von Regiobus bekommen. Und werden wir uns jetzt alle mal so ein bisschen nach und nach mal anschauen. Ja, da sehen wir es, ne? Regiobus. Schön. Und naja, mal gucken. Auf jeden Fall lassen wir jetzt mal die Fahrgäste jetzt hier einsteigen. Guten Tag und fahren wie gesagt heute von Ruhlsdorf, war das Ganze zum Postviertel. Sollte eigentlich nicht allzu lange dauern. So, wir werden mal kurz gucken, dass ich das Ganze jetzt hier nochmal einstelle. Hauptmenü, ja, das stimmt, 3 Minuten noch. Dementsprechend werden wir jetzt mal schnell die Zeit mal jetzt ein bisschen hochstellen hier, damit wir jetzt endlich mal abfahren können. Und das passt, das passt, das passt. Wir schließen die Türen und ab geht er. So, nachdem ich mich jetzt gleich beim ersten Mal natürlich gleich wieder verfahren hatte. Weil ich muss sagen, ich bin auf diese Linie tatsächlich erst jetzt durch die Leitsternfahrt gestoßen.
dachte mir so, was fährt denn da unten noch für eine Linie? Ja, die fährt aber nicht mehr nachts leider. Deswegen kann man sie halt bei Leitstellenfahrten eigentlich selten einsetzen, seitdem du hast sie tagsüber. Aber so in der Nacht klappt es leider nicht. Und ja. Von daher kannte ich sie nicht. Also ich bin sie vielleicht schon mal gefahren vor Ewigkeiten, aber das muss scheinbar untergegangen sein. Und deswegen dachte ich mir so, oh komm, dann guckst du sie dir jetzt nochmal an. Ja. So. So, alles einsteigen. Also für mich zählt sowieso X10 mit einer zu die Karten. Ja. Hier sehen wir noch mal ein paar Fahrzeuge hier. Ein Audi, wo wir auch noch stehen sehen. Das ist natürlich auch hier hübsch hier. Ich kenne die Linien tatsächlich echt nicht. Also da muss ich echt passen. Schattwerk, das sagt mir gar nichts. Das ist, als ob ich hier gerade eine absolut neue Linie fahre. Ja. Schande. Schande über mein Haupt, ja, dass ich das echt nicht gesehen habe. Ah, die Klappe da hinten. Muss er mal Gas geben. Wahnsinn. So. Nach rechts abbiegen. So, okay damit, können wir weiter. Schön, dass er auch diesen C2 gewählt hat, weil den finde ich von allen am besten. Von den ganzen C2s, die es ja hier in Omsen mittlerweile gibt. Da sind wir hier wieder, ne? Also steht schon überall gut drin. Die Installation, oh, was ist denn jetzt hier los? Die Installation geht relativ einfach vonstatten. Ihr müsst sie natürlich separat einfügen, ne? Das ist klar. Fährt hier ein Porsche lang. Durch diese kleine Straße hier. Ach. So, will wieder keiner einsteigen. Wahnsinn. Vorletzter Vierer. Naja. Ist jetzt natürlich nichts Weltbewegendes da. Da haben wir zum Beispiel wieder einen Stehender, ne? Das ist so wieder C-Klasse oder sowas. Ja, also es ist halt ein netter Gimmick. Das ist genauso wie so ein DLC, wenn du jetzt neue Passanten zum Beispiel kaufst oder sowas, ja. Das ist eine nette, ja, nette Dreingabe. Ich persönlich finde sie aber auf, ja, kann man natürlich sagen, sie sind halt gut modelliert, hochmodelliert, ja. Es ist trotzdem einfach viel zu teuer für ein nettes kleines Gimmick halt, ne. Zumal, wie ich auch in jedem weiteren Video immer sagen werde, oder wie ich es auch schon zuvor gesagt habe, es gibt kostenlose Fahrzeuge, die man sich runterladen kann. Da muss man natürlich kein Geld für ausgeben oder sowas. Ja, und hier bezahlst du halt doch nochmal nur eine ordentliche Stange Geld. Ja. Aber da ich ja nun mal so ein Omsi-Verrückter bin, brauche ich halt alle DLCs von Omsi. Das ist schon Standard.
So, Gesundheitszentrum. Ich will uns einer mal mitfahren hier. Also fahren wir nicht komplett mit null. Guten Tag, ja, sagt man. Dankeschön. Sehr nett von dir. So, einmal nach rechts wollen wir. Hier sehen wir, ne? Also die Ecke hier von Teltow kenne ich dann mittlerweile dann doch nicht mehr. Also jetzt könntest du mich hier aussetzen. Ich würde jetzt wahrscheinlich den Weg jetzt hier nicht nach Hause finden. Oh, was ist mit dem Bus nicht in Ordnung? Heieiei. Naja, hoffentlich kommen wir gut durch jetzt hier. Nicht, dass wir uns jetzt so um sie hier abgerätscht hier. Ist ja meistens immer so, wenn wir uns hier... Ja, die DLCs von Harlequin angucken, dass die halt von der Performance halt doch schon wirklich ein bisschen nochmal reinhauen. Wo bei den Menschen als auch bei den KI-Fahrzeugen. Ach doch, jetzt habe ich wieder Orientierung. Alles klar, ich weiß wieder, wo wir sind. Diet. Ach, hier sind wir, ja? Interessant. Weil ich ja nicht weiß, ob der jetzt losfährt, jetzt in den nächsten Minuten oder. Ja. Wolltet ihr jetzt hier noch mit oder? Okay, da wird doch noch jemand mit. Aber interessant, dass sie hier auch lang fährt. Boah, da hat er mich echt überholt hier. Och, kommt, Leute. Wahnsinn. Aber man kann sich doch anstellen, weißt du? So, wir würden sonst immer geradeaus weiterfahren, ne? Bei Rot hier halten. Ja, das ist mir klar.
Wenn hier eine Haltelinie ist, dann halte ich da auch. Das macht Sinn, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, wie gesagt, gekommen bin ich auf die Linie durch den Leitstellensimulator, weil da sieht man ja so die ganze Karte ja mal so komplett, ne? Gerade wenn du ja in der Leitstelle bist, dann hast du ja so einen kompletten Überblick über diese ganze Karte. Und tatsächlich, das ist mir alles echt gar nicht aufgefallen, dass da noch, dass da unten noch so eine lange Linie eingesteckt. Ich glaube, so um die 30 Minuten geht die, 25 Minuten oder so. Das ist auf jeden Fall schon interessant. Also, habe ich definitiv wieder was Neues entdeckt hier auf der Karte X10. Deswegen sage ich ja, auch wenn ich das DLC schon Ewigkeiten besitze, man lernt halt nie aus. Ne? Es hat einfach ein paar Linien. So wird es wahrscheinlich bei vielen zum Beispiel auch bei Metropol Ruhr gehen oder sowas. Die werden wahrscheinlich auch nicht alle 50 Linien durchgefahren sein oder sowas. So, jetzt müsste hier bloß noch grün werden, dann wäre ich echt zufrieden. Weil rot haben sie, haben Fußgänger zumindest schon. Da ist jetzt auch wieder ordentlich Verspätung jetzt hier rein. Boah, fällt der Scheiß. Fährt der, Leute, ist ja unglaublich. Da hat einen Führerschein gewonnen. Jo, Manfred, hab ich. Sei da ein bisschen eilig, Keule. Ja, wer sich hinter einer Häuserwand versteckt, ganz ehrlich. Mann, wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht, junger Mann? Mann. Aber ganz ehrlich, da war noch Luft dazwischen. Da war definitiv noch Luft dazwischen. Wir müssen den irgendwie hier berührt haben gerade. Wo ist denn der? Kick mal. Ich hab den gar nicht berührt. Doch, da hinten rollt irgendwas. Da. Da haben wir berührt irgendwie. Naja, Versicherung zahlt. Dass ich die Kurve irgendwie ein bisschen zu großzügig genommen haben. Ja. Genau, weißt du, er fährt weiter. Ich stand hier an der Haltestelle. Marktplatz, das soll so ein bisschen die Altstadt darstellen, oder? Oder ist es die Altstadt? Weiß ich, bin einmal, muss ich hier durch diese kleinen Straßen durchfahren. Frag mich nicht warum. Steht ein Pferd. Warum stand da ein Pferd?
wirklich vorsichtiger fahren. Hier musst du weiter ausholen auf jeden Fall. Also ich hab's auf die Autos irgendwie abgesehen. Wirkt so ein bisschen. Ah, ein Schluck Kaffee. Ja, ihr könnt ja gerne in die Kommentare posten, was haltet ihr denn so von diesem DLC speziell jetzt, ja, die Luxuskarossen? Ist es was für euch oder sagt ihr so, das sieht mir sie überhaupt nicht? Und sonst allgemein hatte ich ja schon das letzte Mal gefragt gehabt, was ihr so allgemein von diesen DLCs haltet, von Harlequin. Diese diese Menschen-Packs-DLCs und die Busse. Da habt ihr ja schon geschrieben, dass ihr das schon teilweise echt cool findet. Also für Autos, glaube ich, war jetzt eher weniger. Eher so die Menschen. Ja, aber sonst, ich glaube, das fällt dir jetzt wahrscheinlich so ein-, zweimal speziell auf, dass da jetzt halt vor dir dann Mercedes steht oder sowas. Aber irgendwann verläuft sich das Ganze dann so, weißt du, und dann übersiehst du das Ganze dann halt so ein bisschen. Und ob man denn dafür denn 12,95 Euro ausgibt, mag ich schon fast zu bezweifeln. Ich meine, bei den Menschen sieht es halt nochmal ein bisschen anders aus. Die laufen ja halt nochmal da. Und ich meine, die Auswahl hier in OMSI, die ist halt schon nicht riesig. Und von daher glaube ich da schon, dass da irgendwie mehr Bedarf da ist, als jetzt hier zum Beispiel bei den Autos. Also das glaube ich halt. Und wie gesagt, von daher könnt ihr gerne mal so in die Kommentare posten, was ihr davon so haltet. Ja. Nochmals, ich denke mal, es wird auch nicht das einzige Mal bleiben. Ich glaube, Harlequin hat ja jetzt noch die Busse ja in Planung oder in Bearbeitung, wo sie doch jetzt hier ein KI-Bus-Paket spendieren wollen. Also Volume 10 dann wahrscheinlich oder Volume 11, je nachdem, was jetzt erscheint. Da können dann, oder kann man dann halt, Busse dann halt dementsprechend als KI einstellen lassen. Ja, und dann fahren da halt sonst andere KI-Busse, die es sonst so nicht gibt. Ja, also. Aber wie gesagt, nutzt da gerne eure Kommentare für. Vielleicht ist ja der eine oder andere vielleicht doch schon sehr, sehr scharf drauf. Aber muss schon sagen, ne? Also jetzt, wo man die Karte mal anders gesehen hat, wirkt die Karte doch schon relativ langweilig. So, wir sind jetzt im Bürgertreff. Wie viele Haltestellen haben wir denn jetzt noch vor uns? Ach, dauert nicht mehr ganz so lange. Dauert nicht mehr ganz so lange. Und dann haben wir mal wieder eine schöne weitere Linie gesehen. Hier in Teltow. Finde ich geil, würde ich sagen. Respekt. Die habe ich echt übersehen. Und ich glaube, die Linie bin ich auch nicht gefahren. Ich habe eine Linie im Kopf, die ich mal vor ewigen Zeiten mal gefahren bin, aber das war nicht diese Linie. Also die Linie ist mir gänzlich neu, die 625. Ja, sieht man mal, wie man eigentlich so diese DLCs kennt. Halt, eigentlich gar nicht. Naja. Und überfahren. Einfach so. Wir haben auch volle Möhre Verspätung.
Diese Felgen an, ja. Boah, fährt der Scheiße. Ich glaube, wir sind jetzt massivst langsam, oder er zählt jetzt hier? Nö, wir sind wirklich massivst langsam. Jetzt hat es, dass wir hier ein bisschen aufdrücken. Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal alle her, ey? Es ist unglaublich. Da geht's noch die 626 lang. Die muss ich mir auch mal merken. Die 30er-Zone hier. Okay, Zeit für 30. Ich finde so die Ansagen hier irgendwie. Eine Frankschule. Cool, cool, muss ich sagen. Gefällt mir. Aber vor allem bei dem Auto war dicke noch Platz drin gewesen. Hätte locker noch eine Hand dazwischen gepasst. Keine Ahnung, wo der uns angeblich getroffen haben soll. So, rechts vor links hier, Spielstraße außerdem. Oskar-Pollner-Straße. Kommt noch keiner raus, alles klar. So, jetzt weiter zum Postviertel. Rechts vor links, aber hinten fahren schon gar keine Autos mehr, ne? Sieht ein bisschen so aus. Beethovenstraße, Kita. Okay, will aber wieder keiner raus. Und somit kommen wir zur Endhaltestelle.
Juckt mein Auge. So, und damit sind wir auch an unser Ziel angekommen. Ja, Leute, das war es auf jeden Fall von dem neuen DEC, den wir jetzt hier gesehen haben. Und natürlich hier auch von ja, der Linie 625. Also tatsächlich, wie gesagt, das Endstück, daran konnte ich mich jetzt erinnern, aber so sonst von der restlichen Tour rein gar nicht. Ich muss mich da echt mal schlau machen, was es hier noch so zu fahren gibt. Vielleicht habe ich ja irgendwie doch scheinbar eine größere Menge übersehen hier im Addon X10. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wie gesagt, ignoriert diesen Unfall. Das war nämlich gar kein Unfall, weil normalerweise war da noch Luft. Also das, was ich zumindest im Spiegel gesehen habe, da war noch Luft drin. Keine Ahnung. Und sonst würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns zum nächsten Part hier wiedersehen, zu einer weiteren Folge. Um Sie selbstverständlich hier auf ÖPNV-Simulation. Damit bedanke ich mich, wünsche euch noch alles, alles Gute und wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss!